Das ist gar nicht so leicht mit den Dingern. Steht denn irgendwas auf der Karte vielleicht? Hm. Ah, nö. Und ich glaube nicht, dass man die am Outpost kriegt, oder? Kriegt man die am Outpost? Das wäre echt crazy. Ja. Aber ich habe die halt auch schon mal gefunden. Auf einer normalen Insel bin ich mir auch sicher eigentlich, dass das kein Outpost ist. Das ist bestimmt wie bei dem Gunpowder hinten. Dass das irgendwo immer mal rumliegt. Na gut, dann steuern wir einfach hier die nächste Insel in der Nähe an. Und dann sollten wir ja auf jeden Fall eine gute Wahrscheinlichkeit haben. Ja. Wir können ja mal Richtung Sturm fahren. Schade, dass wir nicht Gunpowder brauchen. Das hätten wir schon. Wie das letzte Mal. Hallo Schweini, hast du keinen Käfig für dich, Schweini? Nee? Okay. Schweino! Gucken, ob ich dich töten kann. So. Das war ich. Ich habe versucht, Schweine zu töten. Warte, Schweino, komm her! Ach, nicht ins Wasser laufen, Schweino! Bevor man wegläuft, ne? Getroffen, nochmal! Jetzt mal die Seele. Jo, Joey. Ich hab's getötet. Ich komme. Ah, es hat den Boost nicht ausgelöst, oder? Ja, ja. Du bist rüber mit einem Zug. Das ist schon ein bisschen gecheatet. So. Ja, dann einfach die nächste Karte, Insel Cydia. Ich guck gerade, aber vielleicht was sehen tue ich nicht. Hier daneben ist doch gleich noch eine große. Ja, stimmt. Ja. Hast du die gesetzt? Ich hatte gesetzt gerade, ja. Aber hattest du Anker hochgemacht? Ja. Ah, okay, ich habe mich schon gewundert. Ich dachte, das Schiff stand da ohne Anker. Ja, einmal um. Das wäre krass gewesen. Immer noch von rechts, ne? Die Seele. Wird erledigt. Ei, ei. Nein! Auf uns zu schießen. Schieß dich zurück. Böses Skelett. Oh, wunderschöner Sonnenaufgang. Wunderschön. Wo ist denn das Skelett? Ich glaube da, ja. Aber naja, ist jetzt. Wollen wir nicht hier zu einer Insel? Ja, wollen wir. Wo denn? Hallo. Was? Wieder willst du. Ja. Okay. Also. Ah, wunderschöne Wasserfläche, hab ich gar nicht gesehen. Das war eine echt cool. Wo ist die Insel? Warst du das? Mhm. Aber die Munition. Zwei verschiedene. Ne? Zwei Schusswaffen. Ja, ja, kannst einfach Munition für die Sniper und einmal für die andere Waffe. Okay.
Aber wie gesagt, maximal 10 Schuss. Mhm. Ich glaube hier unten. Ja, hier ist eine. Und mehr hatten wir ja nicht. Gerade haben wir ja nichts gekriegt. Aber war ja erfolglos. Ja. Ging ja auch nur eine. An der Insel. Komm rein, schieß dich rüber. Oder schieß dich rüber. Wir schießen uns dann wieder rüber auf jeden Fall. Aber fahr lieber noch ein bisschen ran. Wir müssen uns alles zurückschwimmen und werden vom Hai gefressen. Nein, du, ich fahr da noch hin. Ach so. Von hier aus so. Na gut. Warte, ich kletter rein. Und in die andere. Ich kletter raus. Bist du da wieder raus? Ja, mit F. Los, schnell. Warte. Geh nach vorne. So. Du musst mich noch ausrichten. Du musst F drücken, mich ausrichten und dann Feuer. Kommst du das hin? Ja, fast. Oh, schade. Ich zieh mal noch ein bisschen durch. Ja, aber so gut wie da. Also, so weit war es dann auch nicht mehr. Okay, hier gibt es Vögelchen und alles. Aber das ist eine Insel, da können es echt diese Kisten drauf geben, habe ich das Gefühl. Ich hab's im Gefühl. Ach, ein Gefühl. Aber ich seh's schon. Am Ende habe ich Unrecht. Bist du links oder nach rechts? Ich bin einmal außen drumherum hier bei uns, wo du mich hingeschossen hast, um den Strand. Und dann würde ich jetzt einmal weiter oben drumherum gucken. Hm, auf der rechten Seite, also oben. Ui, was ist hier? Ruine. Ruine? Ja. Hm, cool. Hier sind die Flaschen. Ah ja, da sehe ich die Ruine. Aber ich brauche keine Kiste. Skelett kommt. Okay. Skelett tot. Das ist ganz cool. Warst du schon ganz oben? Ich bin ganz oben gerade bei den Ruinen. Da bin ich neben dir. Aber hier sieht es auch wieder schlecht aus. Kann doch nicht wahr sein mit den Kisten. Kisten. Oh. Ich hab eine CD. Echt? Ich hab eine. An der Ruine. Welche? Hier ist eine Ruine, wo ich gekämpft hab. Ah, okay. Und da ist eine Kiste drin, eine Chicken Corp. Eins.
Wir haben eins gefunden. Nice. Cool, cool. Eins haben wir schon mal. Wir brauchen zwar noch unbedingt ein zweites für das zweite Chicken, aber wir haben schon mal eins. Nee, das gibt nicht viel. Mal ein Chicken finden. Ja, das stimmt. Hier dürfte es auch eins geben. Ein weißes braucht man. Und ein schwarz gepunktetes, gestreiftes, gepunktetes. Gibt's ja Hühnchen. Hast du schon eins gefunden? Hühnchen. Ja, ganz oben. Ah, da wo du bist. Also nicht hier ganz oben. Ich meine, unten am Strand. Aber ja, halt weiter oben. Ah, meine Norden meinst du damit oben. Ja, Norden. Ah, ach, hier im Süden sind auch welche. Auch am Strand. Ja, hier gibt's ein weißes und ein schwarzes. Ah, ich seh's gerade, da bist du. Ui. Ich hab sie gerade aufgescheucht. Ja, die sind immer aufgescheucht, wenn man in ihrer Nähe ist. Nicht das Rote, nicht das Rote. Steht hier vielleicht jetzt was anderes? Ja, White Feathered Chicken. Also da mal das Richtige. Weißes Gefieder. Ich hab einen Schatzkiste gefunden. Oh cool, die ist umsonst. Nice. Guck mal. Eine mit einem roten Rubin. So eine gute. Nice. Na, dann lass jetzt zum Boot gehen und dann. Hat sich doch gelohnt. Vielleicht werden wir beide von einem Hai aufgefressen. Ja, ich hoffe mir nicht. Oh, wenn du untertauchst, das mag das Hähnchen gar nicht. Ja, das ist oft. Ich sag doch, es ist einfach wunderschön animiert, dieses Spiel. Nicht, dass es dann noch stirbt. Ja, deswegen, ich bin auch schnell lieber hoch. Wer weiß, wie viel das aushält. Aber jetzt kann ich auch nicht gucken, ob hier jeden Hai kommt. So. Ja, das kann ich mal gucken. Das stimmt, ja. Die Schatztruhe ertrinkt nicht. Die läuft voll. Kommst du nicht mehr hoch. Ich hab das Gefühl, ich bewege mich fast gar nicht. Ja. Aber hier hat man auch immer an den Stränden wunderschön flaches Wasser und so. So türkisgrün. Ja. Hier würde ich auch hin. Guck mal, mein Chicken ist weg. Was? Ist ersoffen oder was? Es hat aus dem Ding oben rausgeguckt und auf einmal war es weg. Lol. Ich glaube, man kann die nicht so lange im Wasser haben. Hm. Egal ob über oder unter. Ich war die ganze Zeit über Wasser. Ich streckte so den Kopf aus dem Ding raus und dann war es weg. Ja, dann fahren wir noch ein Stück vor. Echt mies. Ja, direkt vor uns. Ich hatte das Hähnchen schon echt lieb gewonnen. Oh nein. Oh. Sind die anderen bestimmt drin aus? Ja, da vorne waren ja auch noch welche. Okay. Kannst schon wieder hoch machen. Okay. Hi, Captain. Sind oben. Ja, oder was gab's das? Ja, da vorne. Sind die da im Wasser? Ja, ich glaube schon. Ich setze mal Anker, wir müssen dann von der Seite einfach kommen. Aber hier scheint's ja. Nee, das ist nicht so weit wie das andere. Wenn man über die Landseite dann zum Boot läuft, ja, sollte es gehen. Wir sind ja auch größtenteils um. So, dann kann man. Oh, hier, die sind alle im Wasser. Wollen sich alle saufen. Ich versuche mal das Schwarze zu fangen und gucke, ob das dann das Richtige ist. Plumpt, ja. Ist trotzdem plumpt. Steht was dran? Ja, ja, Black Plumpt Chicken. Ja. Okay. Und hier gibt's keinen Korb noch. Das wäre voll cool. Dann könnten wir gleich das andere noch mitnehmen. Aber sieht nicht so aus, oder? Nee, hier war ich schon. Schade. Na gut, dann müssen wir noch mal auf eine andere Insel nach dem Korb suchen. Mhm. Wie
echt immer gefährlich. So, das ging noch zügig. So, Hähnchen steht. Jetzt brauchen wir das andere Hähnchen. Ui, hier ein Drehwurm. Bei der Insel vor uns waren wir, oder? Muss ich mal gucken. Nee. Nee? Da können wir hin. Okay, dann fahren wir da hin. Die scheint auch groß zu sein und... Ja. Die scheint gut zu sein. Jetzt geradeaus. Okay, bis wann müssen wir eigentlich die Chicken haben? Bis zum 12. Gibt's einen Hund? Heute ist der 7. Wie bitte? Da gibt's ein Timelimit? Ja, da steht bis zum 12. um die Uhrzeit. Oder am 12. um die Uhrzeit. Wahrscheinlich ein bisschen. Bestimmt ein bisschen. Wir haben schon 7, also wir haben nicht mehr 4 Tage. Da sollte es jetzt das Ding geben und dann sollten wir eigentlich los mit den Hähnchen. Wenn nicht, haben wir die Dinger auch noch, aber das ist schon ganz cool. Keine Zeit, keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit. Ah, Alice im Wunderland. Holen die Segel? Ja, nein? Ja. Alles klar. Segel werden eingeholt. Ja, yeah, zu zweit geht das ja noch. Oh, vor uns ist ein Dreimaster. Echt? Ja, aber ist noch weit weg. Da liegt eine Truhe, oder? Liegt da eine Truhe an Land? Genau neben uns? Ja. Ja, geil. Wieder was umsonst. Wo es eine Truhe umsonst gibt, gibt es auch ein Hähnchen, die nicht umsonst. Zumindest war das bei der anderen so. Okay, ich bringe die schnell mal hier zurück. Am besten unter Wasser, damit die vom Dreimaster nicht sehen, dass wir erfolgreich waren. Genau. Also, wer weiß, ob die einen oben auf dem Ausguck haben. Dauerfernguck. Ja. Ist ja auch ein ganz cooler Job. So, 2 Schatztruhen, 1 Dings. Der Dreimaster dreht noch nicht bei, okay. Da müssen wir nur echt aufpassen, dass der nicht auf einmal herkommt. Ja. Auf der anderen Seite ist ein Schiff. Oh. Auch ein Einmaster oder was? Mhm. Das ist nicht gut. Die müssen dann da auf dem Land sein. Die müssen hier sein. Wollen wir dann abhauen und auf eine andere Insel gehen? Bevor wir uns mit 2 Teams anlegen? Oder... Der hat mich gesehen. Shit, ist das einer? Der hat einen Schatz... Ich habe keine Munition, ich habe mich nicht nachgeladen. Kannst du ihn töten? Ich glaube schon. Du bist doch PvP, sieh dir. Ah, da sehe ich dich. Ich komme, ich helfe dir. Du hast ihn, nice. Aber oh, das war keine Schatzkiste, das war ein verdammtes Sprengfass. Ja. Da wollte ich in die Luft sprengen. Der hat ein Hühnchen. Oh, wo? Der hat ein weißes Hühnchen. Der ja, wir haben's, wir haben's. Nimm's. Lauf. Guckst du nach hinten?
Ja, ich bin hinter dir. Der braucht ja ein bisschen, bis der wieder spawnt. Wo ist unser Schiff da? Mach dich drauf, mach dich drauf. Ich spreng seins in die Luft mit mir. Was wieder? Ich mach Ammoniakkeul. Ich nehme das Sprengfass und schlag drauf ein. Boom! Ich hab sein Schiff gesprengt. Echt? Ja, ich hab Sprengschuss in sein Schiff getragen und hab drauf eingeschlagen. Boom! Selbstmordrein war das. Er tut das, was ein Selbstmordrein kann. Ich glaube, ich war noch nie tot hier. Sehr gut. Whee. Okay. Also nicht in der Final Beta. Ich habe ja auch den Scale-Test und so mitgemacht. Die anderen Betas. Hui. Da sehe ich dich. Den Einhornfuchs. Nee. Einhorn. Oh, ich komme. Wir müssen los, du hast recht, absolut. Okay, setz die Segel, genau. Wir fahren los. Gesetzt. Alles klar. Ich gucke schnell auf die Map. Das Schiff da ist auch weit weg vor uns. Da siehst du es ja leuchten. Oder ist das ein Outpost? Weiß ich gar nicht. Genau, guck mal auf die Karte. Welcher Outpost wir ansteuern müssen. Auf der Karte steht ja ein Outpost-Name und da müssen wir hin. Weißt du? The Ancient Islands? White Chicken, genau. Ja, Ancient Spring Outpost. Ancient Spire. The Ancient. Spire. Spire? Ancient Spire, ja. Das Ancient Spire Outpost. Drei Wörter. Ja, da, wo wir her sind. Oder? Nein, Plunder ist das. Nee, Plunder ist das. Wir müssen Ancient Spire Outpost. Du musst ein bisschen ranzoomen. Ancient Spire, da. Da, genau. Alles klar. Okay, wir sind da. Okay, müssen da hin. Kannst ruhig rangezoomt lassen. Ja, kannst ruhig rangezoomt lassen. Und wir wissen ja, aus welcher Richtung, wir müssen. Okay, ein bisschen einlenken. Und das Segel komplett in die andere Richtung. Ja. Perfekt. Und da bist du. Halt aufpassen. In der Richtung waren die halt, ne? Der drei Monster. Ich geh mal hoch, ja. Ja, geh mal hoch, guck mal mit dem Fernglas. Hinter uns ist auf jeden Fall was, auch noch. Vor uns ist auch ein Gewitter. Und hinter uns ist was. Ich guck mal kurz mit dem Fernglas. Da leuchtet es nämlich. Das ist ein Einmaster. Da ist ein Einmaster. Hinter uns? Hinter uns, ja, aber der ist weit weg. Der kommt nicht ran. Nicht so, wie wir im Wind stehen. Wir müssen eigentlich nur auf neben uns und vor uns aufpassen. Hinter uns sollte uns wohl nicht einholen können. Mit dem guten Wind. Ja, ich guck nach vorne. Das Feuer ist ein bisschen schrecklich. Nee, vor uns scheint nichts zu sein. Alles cool, nice. Ah, das ist auch eine coole Felsformation vor uns. Ja. Das war übrigens das, wo wir uns vorhin doch verloren hatten. Das war das, was in den Himmel ragte. Ah. Als guter Seefahrer muss man langsam, glaube ich, dann auch die Karte lernen. Ja. Da kann man sich da auch ein bisschen besser zurechtfinden als da normale Anfangsspieler. Da. Ja, wie sie gockern die ganze Zeit. Ja, ein schwarzes und ein weißes. Kann sie durchfahren oder nichts? Nee, ich fahre an der Seite vorbei, es ist sicherer. Bei die Seite vorbei. Oder wollen wir durch?
Es scheint doch noch das dicke noch. Kommt man durch. Fahr mal durch. Sicher, dass es nicht zu tief ist? Du meinst, dass wir oben ran? Ja, ich glaube, das kommt oben. Ja, aber oben kann es ja nicht kaputt gehen. Okay, mach mal recht. Eigentlich. Und wo müsste der Map-Designer das kalkuliert haben, dass wir die Leute durchfahren wollen? Als großes. Wow, wir sind zu schnell. Ja, alles cool. Ich bin Elitefahrer mit dem Boot hier. Das ist nicht so wie das große. Nicht so elendig. Aber war cool, oder? Da oben. Oh nein, ich den mitnehmen. Ah, okay. Ich habe ehrlich gesagt nicht nach oben geguckt. Ich habe nur nach unten geguckt, ob wir drankommen. Ich habe auch nicht nach oben geguckt. Ich hatte Angst, auf die Gegend zu fahren. Oh, schon wieder schön dahinter. Ah. Ja, wir fahren sehr, sehr richtig. Sehr schön. Da links von uns ist ein Eisenmaster, aber der ist von der Insel. Ah. Guck mal, der Mond, lol. Wie geil. Ich sehe ihn gerade gar nicht. Links von uns. Ich ziehe es links. Ah ja, stimmt. Ah, Mondphasen sind auch wichtig mit den Schatzkarten, glaube ich. Okay. Mhm, gibt auch Rätselschaftskarten in Schriftform. Ah. Mit gehe 6 Schritte von da und da nach da und da und so. Ja. In Richtung das. Da, 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 da. Sind wir zu weit rechts? Ja, links oder noch? Ich glaube, zu weit links. Aber wir kommen gerade rein, ja. Bin auch noch gut dabei. Ich fahr halt im Wind, weißt du, und zieh dann rüber. Oh, direkt vor uns ist auch ein gesunkenes Schiff. Ja, bis zum 9. müssen wir es aufgegeben haben. Welchen haben wir denn heute? Schau mal, heute ist der 8. Wir driften zu weit nach links. Ja, das stimmt. Aber heute ist der 8. Wir müssen ja da langsam hin. Ja. Deswegen würde ich erstmal sagen, Richtung Outpost weiter. Obwohl der Tacos angebrochen hat vom 8. Wir fahren jetzt auf das Schiff noch zu. Das nehmen wir noch mit. Es liegt jetzt voll auf dem Weg fast. Dann müssen wir eh nur noch ein Stück nach unten ziehen und dann sind wir da. Das war genau gegen den Wind dann, aber was da machen? Das sollten wir alles in einem Tag schaffen. Ja, vielleicht dreht der Wind. Ja. Ist noch nicht mal 6 Uhr am 8. Was kriegen wir hin? Jo. Sind wir fast da. Kannst du irgendwo was in einem Master? Doch, da ist ein Einmaster, aber der ist auch am Dings. Okay. Okay, ich komme. Genau. Nach oben. Das ist schon perfekt. Alles perfekt, Mensch. Und wir fahren langsam drauf zu. Das Hähnchen macht ja Terz. Oben ist nichts, also nichts. Ich gucke immer auch gerne auf den Masten, weil ich immer das Gefühl habe, das wäre auch ein super Versteck eigentlich. Da ist eine Kiste. Nice, guck mal in der Kapitänskajüte. Nee, da ist bei mir diesmal kein. Schade. Aber was hier hinter? Nee. Cool. Du hast eine schon, ja? Mhm. Cool, dann. War die ganz unten oder? Ja, die war ganz unten. Okay, dann war da nicht noch eine, ja? Nee, habe ich nichts gesehen. Hier wieder raus. So. Das ist wahrscheinlich tatsächlich ja die schnellste Art, so zu leveln, weil du findest ja nebenbei auch immer Kisten. Ja, das stimmt. Da lohnt sich halt voll, das mitzunehmen, ne? Wenn es schon auf dem Weg liegt. Ja. Okay. Hab das geladen. Jetzt schon mal einen Anker hochmachen. Mhm.
Na gut. Sieht so cool aus, auch die Silhouetten teilweise. Mhm. Das Ding jetzt rechts, diese Insel mit dieser Brücke. Im Nebel, echt cool. Diese Brücke rechts? Links meine ich. Die Insel so. Mit der Brücke. Mhm. Rechts im Schiff. Mhm. Ja. Da-dam-da-da-da-da-da. Sturm rechts von uns. Ja. Müssten wir eigentlich auch mal hin. Ja, das probieren. Ja. Können wir ja danach machen. Mach mal. Wir sind ja auch gleich da. Also ich glaube jetzt hier noch ein kleines Stück runter und dann sind wir da. Ja. Ja. Also ein kleines Stück ist gut, aber... Ist schon auf der Map sozusagen. Ja. Gucken, wie spät es ist. Ja, 9 Uhr, das sollten wir schaffen. Aber langsam hat man Zeitdruck. Das macht es sogar interessant. 12 Uhr. Nee, 9 Uhr am 12. Ach, wir haben noch ewig Zeit. Ich habe es verwechselt. 9 Uhr am 12. Und nicht 12 Uhr am 9. Guck mal, der Sturm. Hat sich aufgelöst, siehst du? Löst sich so langsam auf. Oder wir sind einfach nur zu nah dran. Wir sind zu nah dran. Aber ich habe das Gefühl, der löst sich auf. Er weiß. Ist ja schon fast über uns. Aber bis jetzt spielt noch nichts verrückt. Also noch sind wir nicht drin im Sturm. Nicht mal nie sehen tut's. Oh, vor uns sind wieder Vögel. Ach, das ist nur Treibgut. Dahinter ist zwar noch mal Vögel. Aber das ist ganz schön weit weg und das könnte auch eine Insel sein. Ja, guck mal, wie die Richtung ist. Die Richtung ist top. Top ist die Richtung. Na gut, wir sind ein ganz schönes Stück weg.